Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Direkt im Anschluss an die letzte aufgenommen für mich. Wir fahren hier gerade zu der Firma raus, wo wir die Scheiße jetzt abliefern müssen. Tour hat sich megamäßig gelohnt, weil wir 45.000 kriegen, abzüglich des Schadens an der Fracht. Wir haben aber 40.000 jetzt schon wieder ausgegeben, um die Schäden, die wir hier eingefahren zu haben, wieder rauszuholen. Heißt, das war mal wieder eine Nullnummer-Tour. Oder sogar Verlust, je nachdem, wie man es sieht. Mit Tanken, was wir dann mal unbedingt, obwohl ein bisschen Tank haben wir jetzt wieder drin, anscheinend haben wir gerade bekommen, aber wir sollten auf jeden Fall tanken dann mal. Wird auf jeden Fall eine Verlusttour sein. Ah, komm, nächste. Bam, 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 ein bisschen runterbremsen. Es ist dann wieder ein bisschen zu hart runtergebremst gewesen. Ah, und Vollgas. Ah, wo sollen wir denn hin? Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Wo sollen wir denn hin? Juhu, einfach einparken, yeah. Und wir haben jetzt 42.000 nur wegen den Schäden. Durch extrem Scheiße. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir von da aus einen guten Auftrag kriegen von hier. Von Manchester. Ja, bis nach Polen, ey. Okay. Einmal Riesenauftrag. Müssen wir auch erstmal woanders hinfahren, weil das nicht die Firma hier ist. Aber ohne Anhänger kann man das Ding ja locker fahren eigentlich. Boah, wieder so ein Drecksauto. Die einfach alle keine Rücksicht nehmen, die Missgeburten. Das juckt die alle überhaupt nicht, ob hier jemand raus will. Hallo, ich würde hier gerne raus. Wenn es möglich wäre. Mann, ey. Was für Spasten hier, du kommst hier ja kaum raus, ey. Oh, wir sind asozial. Wir lassen keine armen LKW-Fahrer raus, ihre... Aus hier raus, was für Spasten, ne? Naja, gut. Ist halt so. Und wir fahren hier gerade aber auch wieder in der wenig gesenkte Sau und mit viel zu hoher Geschwindigkeit. So, erstmal wieder richtig hart nochmal runtergebremst. Und nochmal. Und nochmal. Ja, wir stehen an der roten Ampel, das ist hammergeil. Ich begrüße euch schon mal herzlich zu dieser schönen Folge. Ich glaube, die kommt am Donnerstag, oder? Am Samstagabend ist natürlich wieder eine herrliche Zeit. Oh, ich wünschte mir, bei mir haben wir gerade immer noch Montag auf Dienstagnacht und es ist natürlich immer, ja, erst Montag und dann, wenn du weißt, oh, kommt Samstag raus für euch. Samstag ist natürlich immer so ein geiler Tag. Auch wenn der Samstag schon fast wieder vorbei ist, aber naja. Man merkt schon echt, wenn man jetzt wieder wie ich jetzt komplett arbeitet oder in der Ausbildung halt ist, jetzt komplett 8 Stunden am Tag arbeitet, 5 Tage die Woche, dass man schon merkt, dass die Wochenenden einem ist sau kurz vorkommen, direkt immer so bam vorbei, bam vorbei. Weil man einfach irgendwie null zur Erholung kommt, so gefühlt. Zumindest gefühlt kommt man null zur Erholung. Alter Junge, rückwärts in die Firma rein, läuft bei uns. Läuft richtig hart. Ohne Scheiß. Auch wenn wir jetzt einen richtig fetten Auftrag angenommen haben, der uns richtig lange beschäftigen wird. Aber wie wir hier gerade fahren, nur mit den Rückspiegeln, läuft bei mir gerade. Das ist gerade voll gut geschissen. Ich meine, hab ich gesagt, ich kann super Euro Truck Simulator fahren? Ja gut, das habe ich aber. Ja, komm, nochmal hier so drehen, eindrehen. Und bam. Jetzt nochmal T und Gas. Und Alter, 1600 Kilometer, 30 Stunden Fahrzeit. Weil es einfach bis nach Polen ist. Und das ist von hier, von Manchester aus. Krass.
schon eine krasse Distanz, die wird uns echt richtig viele Folgen, wenn wir jetzt noch dran rumfahren. 66.000 sollten wir kriegen. In der Zeit werden wir bestimmt 50.000 Mal hier alles zu Schrott fahren und der Anhänger, also die Fracht wird bis dahin so im Arsch sein, aber egal. Scheiß mal auf die Fracht. Was ist denn los bei der Fracht, ey? Nein! Oh, bremsen! Oh. Nicht schon wieder Tickets kassieren? Ja, war überhaupt nicht knapp oder so. Ah, ein bisschen können wir noch. Aber jetzt haben wir schon wieder keine scheiß Tanker am Start. Das ist natürlich das Problem. Ah, hier ist eine. Die sollten wir aber diesmal wieder nicht vergessen. Nicht so wie die letzten Male. Wo wir die einfach wieder, oh ja, komm, wir sagen, wir gehen da tanken, dann machen wir es aber nicht. Das wäre jetzt nicht so intelligent, wenn wir jetzt wieder dran vorbeifahren würden. 30 km/h. Ja, halten wir uns auf jeden Fall dran an 30 km/h, ganz sicher. Wie immer. Jo, wahrscheinlich, oder? Ja, nein, komm schön weit rüber. Nein, nicht zu nah an die Bande ran. Da, 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 da. Nicht zu nah an die Bande ran. Okay. Ja, läuft alles. Läuft. Ist ein bisschen gechillter fahren gerade, aber naja. Scheiß auf gechillt fahren. Ja gut, habe ich gesagt, ich will gechillt fahren. Ja gut, das habe ich aber. Naja gut. Komm, ich höre auf mal mit dem InScope-Scheiß. Manche von euch bestimmt schon aus den Ohren, weil das bestimmt nicht nur bei mir hört, sondern wahrscheinlich auch selbst InScope guckt oder sowas. Aber naja, ich will ihn ja auch nicht nachmachen, ich finde die Sprüche nur so geil. Machen ja im Endeffekt im Moment genug YouTuber, weil die genug YouTuber, gerade YouTuber im Moment richtig geil finden. Den Kopfnicker. Oh, jetzt haben wir die Tanke da hin. Keine Ahnung, was sind das? 100 Meter haben wir überhaupt. Und da sollten wir jetzt auf jeden Fall mal raus, weil unser Tank ist richtig leer gelutscht. Und es wird richtig, richtig viel kosten, den komplett mal voll zu hauen jetzt wieder. Oh yeah. Services. Und volle kann erstmal mit einem voll hohen Tempo mitten auf die Tankstelle läuft. Und bam. 1,59 pro Liter. Und jetzt einmal komplett voll, bitte. Da, 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 da. Kann man auch mal machen, ne? 800 Euro einfach mal. 503 Liter. Läuft. Wir sind jetzt irgendwie immer noch im Plus. Ach, wahrscheinlich, weil unsere Fahrer uns tierisch wieder was reingefahren haben. Anders kann ich mir meinen Plus manchmal ehrlich nicht erklären, außer anhand unserer geilen Fahrer. Moment. Erstmal hier. Wenn wir 24.000 haben, dann hauen wir erstmal ein paar Kredite weg. So wie den. 9.000 läuft. Der Rest kann man nicht weghauen, okay. Der Rest ist noch richtig viel. Hoho, okay, läuft. Aber egal, haben wir 14.000 noch Überschuss für irgendwelche Scheiße, die wir wieder rausballern. Namens, wir verkacken einfach und bauen Unfälle. Aber nein, das Geld will ich dafür nicht ausgeben. Ich, Big Boss, okay? Du bist nur ein scheiß PKW. Ich fahre jetzt vor dir rein und du machst nix. Sehr gut. Mann, immer diese PKW-Fahrer, die meinten, sie wären besser, nur weil sie schneller sind. Kann ja wohl nicht wahr sein, hier, du. Schiebe ich dich auch mal zur Seite, hier, du PKW-Fahrer. Du denkst ja wohl, was denkst du, wer du bist hier? Mann, oh Mann, ey. Ja, aber es gibt gerne nochmal, ich könnte nochmal ein bisschen was reden, Inhaltliches und so, von unserem Kanal. Und, da frage ich einfach mal, wir haben ja CSGO angefangen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Folge bis jetzt draußen ist. Ich weiß auf jeden Fall, wir haben 5 oder so aufgenommen bis jetzt. Wenn nicht, baue jetzt einen Unfall. Ah, Mami, ich baue einen Unfall, Mami.
Ja, es sind 2 gerade erst raus. Okay, die dritte kommt morgen für euch. Läuft bei euch. Wir hatten ein bisschen was aufgenommen, noch über die, noch letzte, am Sonntag oder sowas davon, glaube ich. Ja, ich glaube, habe richtig geglaubt. Ja, genau, Alex läuft bei dir. Hatte ich richtig in Erinnerung auf jeden Fall. Dim, 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 dim. Und ja, ich hoffe, es euch gefällt es, auch wenn wir da nicht so gut sind und natürlich auch nur Fun-Matches machen im Moment, weil es hat ja gar keinen Sinn, dass wir irgendwelche Rank-Games machen, hat überhaupt gar keinen Sinn. Ich meine, am Anfang, also in der ersten Folge war ich noch ganz gut, ja. Scheiße, mehr sollte ich gar nicht sagen, sonst wäre es spoilern. Okay, ich war ganz gut, sagen wir es so. So, also war für die ersten Runden hinnehmbar, so rum. Hoffe, dass ihr die gleiche Meinung habt, ihr auch, und wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr auch vertretet. Und könnt ihr euch mal auf die dritte Folge morgen freuen. Übrigens, die zweite Folge war ja dann jetzt eine... Ach nee, okay, gut. Ich halte die Fresse, sonst verwirre ich euch. Wir fahren jetzt hier links ab. Will der sich hier noch rüberdrängeln oder warum macht er da einen auf? Ich hab einen dicken... Keine Ahnung, was für ein scheiß Auto. Klappstuhl. So. Woohoo! Erstmal einfach nur so rumschreien. Kann man ja mal machen. Aber auf jeden Fall, wenn sie Samstag raus ist, dann ist es ja genau eine Woche her, wo wir auf dem YouTuber-Card-Event waren. Und ja, wie gesagt, habe ich auch schon in der letzten ETS-Folge kurz angesprochen. Aber mehr oder weniger nur kurz, war es extrem geil. Ich möchte auch an dieser Stelle nochmal gucken, mal der Krieger für die Organisation und ja, eben für dieses geile Event, was er zusammen mit dem Fahrwerk gemacht hat, mich bei ihm bedanken. Ich fand es auf jeden Fall sehr geil, weil es halt nur 400 bis 500 Zuschauer waren und es war halt eine geile Menge, weißt du, ich konnte mich zum Beispiel mit Revi mal kurz unterhalten, mit Bram haben wir uns sogar, also Pierre und ich, uns länger unterhalten und sowas, das war alles Taco, weißt du, man konnte sich sogar mal mit denen unterhalten normal, nicht nur Fotos machen und ja, ich konnte sogar ein Foto mit Dana mal machen, weil es ganz gechillt war alles, obwohl Dana wirklich sich selbst unter Stress gesetzt hat, weil er, oh, ich bin Dana, ich bin ein Spielkind, ich muss dauernd Kart fahren, Mami. Ich gebe nur kurz am Anfang Autogramme, danach muss ich Kart fahren die ganze Zeit. Aber naja, hat trotzdem gepasst, zwischendurch mal ein Foto zu machen. Weil ich habe mich am Anfang nicht, wo sich die ganzen Kiddies um Revi, ungespielt und Dena gekloppt haben, um da am Anfang direkt Fotos und so weiter und so fort zu machen, habe ich mich ja nicht mitgekloppt, sondern habe erstmal gechillt und habe dann später meine Fotos gemacht mit Revi und mit Dena, mit ungespielt, hatte ich irgendwie auch nicht so ein Verlangen nach und naja. Dena wollte auf jeden Fall eins machen und das ist sogar richtig geil geworden. Aber das seht ihr ja dann in dem Video, was ich dazu mache. Wie gesagt, Gamescom Special, bis jetzt sollte es auf jeden Fall draußen sein, weil ansonsten würde ich mir eine Kugel geben. Wenn es nicht spätestens heute an dem Samstag draußen ist, dann würde ich mir eine Kugel geben. Weil, ja, das Tag 1 ist ja schon geschnitten heute, vom Montag aus. Ich hoffe mal, es wird alles noch. Wie gesagt, tut mir, ich habe ja auch damals schon in dem Video damals gesagt, dass es 1 bis 2 Wochen dauern kann und genau darauf wird es ja auch hinauslaufen, dass es 1 bis 2 Wochen dauert. Auch wenn natürlich die meisten anderen das alles schon rausgehauen haben, aber klar, das sind meistens die größeren YouTuber oder kleinere YouTuber, die da irgendwie sehr, sehr schnell reagieren, aber die arbeiten noch nicht, sind auch noch die meisten noch so jung, dass sie Schüler sind oder was auch immer, aber keinen Job nachgehen und dann zieht, oder zumindest, oder wenn die dann das alles zutrifft, dann ist so, sind es meistens dann irgendwelche YouTuber, die eh nur so ein Spiele-News-Format haben, aber halt eben keinen so einen geregelten Output von aktuell 3 Videos ja sogar nur. Wie gesagt, Cobra F hatte ich ja da beendet und da gibt es auch erstmal eine ganze Zeit lang nichts für. Heißt, ihr werdet jetzt auf Dauer immer mit einmal Minecraft am Tag, einmal FIFA am Tag und ja, dann einmal MW2, CSGO oder eben ETS aktuell, also diese 3 Möglichkeiten, werdet ihr zugebombt. Das reicht ja auch, denke ich, wenn mal 3 Videos ist immer noch jede Menge. Ist halt kein viertes mehr, aber naja, das ist, denke ich mal, jetzt nicht so ein Problem. Für uns ist auf jeden Fall mal wieder ein Tick, auch wenn es, nee, im Moment fühlt es sich gerade nicht so an, weil ich bin hier immer noch gerade am Montag, wo ich das hier aufnehme. Im Moment fühlt es sich noch nicht so an, aber das ist, weil ich morgen, dann, wenn man dann mal halt einen Abend keine Zeit hat und das unter der Woche und so, dann kommt man direkt unter Stress. Aber ich denke mal, für uns wird es auch ganz entspannt. Wir werden uns innerhalb der nächsten Wochen da normal produzieren und werden da wahrscheinlich irgendwie so immer ein paar Tage Vorsprung haben.
was für uns essentiell wichtig ist, weil wir halt, wie gesagt, beide arbeiten, beide voll berufstätig sind, 40 Stunden die Woche und so weiter und so fort. Und da muss das, wie gesagt, wir dann auch, wenn man da noch 3 Videos am Tag macht, dann muss da mindestens 3-4 Tage Buffer sein. Und den haben wir eigentlich noch nie gehabt, aber den würden wir gerne jetzt entwickeln. Wie weit wir das hinkriegen, wissen wir nicht. Gerade wegen Minecraft, weil der ja bald noch so ein Projekt startet in so 2-3 Tagen. Aber schaut am besten mal in die aktuellen Minecraft-Folgen, die laufen rein. Aktuell laufen ja die Minecraft-Folgen, wo ich alleine ein bisschen was gebaut hatte in unserer normalen Welt. So. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Es gibt wieder ein neues Minecraft-Projekt ab Montag oder sowas. Wahrscheinlich sieht zumindest jetzt so aus. Geben wäre auf jeden Fall eine coole Angelegenheit. So, wir fahren hier jetzt. Wir müssen hier gleich. Oh, Alter, bremst doch, Lutscher. Wir müssen hier gleich ganz hinter durchfahren und müssen dann rechts drauf fahren. Und da hinten fahren ganz schön viele Autos aus irgendeinem Grund. Ich habe einfach Vollgas jetzt gegeben. Auch mal wieder keine Rücksicht nehmen wie die anderen. Gut, hätte ich bestimmt wieder einen Unfall mitbauen können, aber im Moment ist ja noch alles auf 0%. Und ich fahre schon seit Ingame 2 Stunden, glaube ich. Way, da kann ich schon fast stolz auf mich sein, oder? Wahrscheinlich nicht. Ja, es sind knapp 100 Kilometer, die ich jetzt gefahren habe. Ingame, das ist nicht so. Nicht so viel. Es ist auch nicht, wo mich das Scheißding hier hinführt. Ach doch, das führt mich hier wieder nach Grimsby. Ich mache hier gleich wieder die Überfahrt. Aha, hammergeil. Die nehmen wir dann noch in der Folge mit und dann ist aber auch die Folge eigentlich schon vorbei wahrscheinlich. Also, die Folge ist dann vorbei. Sobald wir die Überfahrt gemacht haben. So, jetzt gib mal Gas. Ich weiß, hier ist ein bisschen begrenzt, aber es juckt mich nicht. Ich gucke nochmal gerade auf die Map. Ja, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Komm, gib Gas jetzt. Mann, Mann, Mann. Ey. Wie lange braucht der scheiß LKW, bis er mal Vollgas gibt hier? Das kann ja nicht sein, ey. Ja, ich bin BKW, ich muss mich vorbeidrängeln. Und dann auch noch auf die andere Spur gehen und mich jetzt schon wieder aufhalten. Das ist doch geil. Erst überholen, aber dann aufhalten. Naja, sowas liebe ich ja überhaupt nicht. Weißt du, meinen immer überholen zu müssen, aber ich fahre den jetzt gleich hinten drauf, weil sie so langsam sind. Oh, noch einer. Boah, Alter, das ist hier gerade richtig eng. Und die sich alle gerade so vorbeidrücken, diese scheiß PKWs. Die Missgeburten, Mann, ey. Ah, dauert noch ein Stückchen. Wirklich ein kleiner Weg noch gewesen. Sah auf der Map, sieht es manchmal gar nicht so aus. Da muss man vielleicht auch mal eher mehr dran gehen. Dass man das sieht, was das da für ein Abstand ist. So, okay. Komm, komm, komm. Woohoo! Nächste rechts dann. Müssen wir im Kreisel auch noch fahren die ganze Zeit. Geil. Huhu. Schnell vom Gas runter. Ey. Da wäre ich fast hinten drauf gefahren. Volle Kanne. Das wäre nicht cool gewesen. Alter, die Kreisel mit einem LKW, ey. Ohne Scheiß. Das ist nicht in ihr Ernst teilweise. Mann, 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 ey. Das ist überhaupt nicht schwer, oder sowas mit einem LKW in den Kreisel gut rein und rauszukommen. Naja. Wir müssen noch geradeaus durchfahren, dann sind wir da. Wir sind schon fast bei 20 Minuten. Heißt, wir haben es auch gleich. Und schaffen das wirklich ganz genau auf die Sekunde genau wahrscheinlich. Ja, komm, jetzt gib mal ein bisschen Gas hier, Mann. Mann, ey. Komm, 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 komm. Jo. Und jetzt. Zack. Und jetzt.
Hier noch drauf. Und bam, da sind wir schon da, Leute. Und wir fahren natürlich hier rüber einfach nur, zack. Und ja, damit würde ich aber sagen, das war's von der Folge. Wir machen das jetzt und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.